Hallo, herzlich willkommen von WOM Adventure. Ja, es geht weiter. Schweiz fahre ich, dann nach Deutschland, Donaueschingen und dann nach Frankreich. Und ihr seid fast live dabei. Ja, also dann lassen wir los. Viel Spaß beim Gucken. So, ich habe Prüfungstermin beim MFK TÜV in der Schweiz. Und da im Hintergrund seht ihr, bin wie immer zu früh da, warte halt jetzt eine halbe Stunde, egal. Und ich habe wieder den gleichen Herrn zum Glück. Bin natürlich nervös, wie immer, wegen meiner schwachen Psyche. Das gehört dazu. Ja, dann hoffen wir mal, dass alles gut geht. Ach, ist das geil. Ich habe die Prüfung bestanden, anstandslos. Ich habe ihn ja bestens vorbereitet. Trotzdem bin ich immer nervös. Und jetzt fahre ich gerade noch schnell auf die Waage. Mich interessiert das Gewicht. Ja, so ist das halt. Da wird Gewicht gemessen. Mal Vortrag sind, dann Gesamtgewicht. Der Rest kann man ja ausrechnen. So, war auf der Waage und ja, es sieht eigentlich gut aus. Ich bin 7,320 schwer im Moment. Vorderachse ist 2,67. Differenz ist dann Hinterachse. Und aber ich habe noch Saudi-Diesel dabei. Also das ist die Garage, da ist ein Fahrrad drin, E-Bike, das ist etwa 32 Kilo. Und fünf solche, das sind glaube ich 30 oder 35 Liter Saudi-Diesel. Also das sind mindestens 150. Dann habe ich nochmal 2x 20 Liter Reserve, auch voll. Also knapp 200 Liter Diesel plus der Tank noch, der hat etwa mindestens 150 noch drin. Also, dann bin ich eigentlich bei vollem Tank mit dem Gewicht und Wasser habe ich genau 200 Liter, 200 Kilo. Das Teil, der Unterfahrschutz, der ist bei mir leider zu weit drin, 2 cm. Deswegen habe ich das letzte Mal schon abgemacht, dass ich so eine Leiste hinmache. Jetzt hat er es gesehen und war zufrieden. Das war alles. Die Lichter hat er blöd reingeguckt, ob die das letzte Mal schon dran waren beim TÜV. Und ich sagte, ja, ja, die sind das letzte Mal schon dran gewesen. Und sie haben auch das E-Prüfzeichen. Auf das gucken sie. Ja, ansonsten habe ich die Räder natürlich wieder umwechseln müssen, weil in der Schweiz kriegt man unmöglich eine Zulassung. Leider in Deutschland schon. Warum auch immer. Ansonsten ist das meiste in der Schweiz einfacher. Ja, aber das jetzt halt nicht. Aber egal, ich bin ja selten in der Schweiz. Ich mache dann wieder die größeren Räder hin und fahre ja dann wieder direkt wieder ins Ausland. Und ja, so macht man das halt, wenn es nicht anders geht. So, jetzt bin ich erstens froh, habe ich diese Prüfung bestanden. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was für ein Stein mir vom Herzen fällt. Jetzt geht es dann gleich wieder los, zum Glück. Also. So Leute, ein paar Tage sind wieder rum. Ich stehe hier ja schon eine Weile beim Dani. Das ist sein LKW. Und ja, habe das ganze Fahrzeug Keramik versiegelt. Von Hand. Ja, man muss ja was machen. Ich bin nicht der, der einfach nichts machen kann. Ich muss immer was tun. Und noch was mache ich. Dieses Teil hier, neu bei mir, eine Kettensäge mit Verlängerung, um die Äste ja, zu schneiden. Ein bisschen bequemer wird dieses Teil hier. Das ist alles von Hand, von früher. Ich habe das da schön aufgehängt. Es hält, es ist rüttelfest. Und ja, ich muss wieder mal den Heizungsregler ersetzen. Der andere war nicht original, war auch nicht für diesen Typ. Und der hat nicht lange gehalten. Ihr seht, ich bin da wieder voll dran. Aber ich weiß ja, wie es geht. Der Heizungsregler ist da drüben. Also hier ist der Heizungsregler, das Teil hier. Das ist halt für den Vorgänger, kann sein, dass der Gummi nicht resistent ist für die rote Kühlflüssigkeit. Oder für die Temperatur, weil er wird ziemlich heiß. Jetzt habe ich einen originalen gekauft, musste in einen sauren Apfel beißen. Die Marke ist da Bär, aber ich habe den nirgends sonst gefunden.
Ja, jetzt mache ich den rein. Der schlägt halt mit guten 130 Euro zu Buche. Aber was soll's? So, jetzt lasse ich euch mal teilhaben an ein Stück meines Alltages. Jeden Tag Fahrradtour mit den Wölfen, wobei Ayla, letzte Zeit, die wird jetzt dann 12, nicht mehr mitkommen will, dann bleibt sie halt beim Camper und kann da ein und aus, wie sie will, da ist sie immer offen. Ja, jetzt bin ich mit Angie unterwegs, jeden Tag eigentlich. Ja, so läuft das. Angie läuft immer voraus, die will immer die Erste sein. Normalerweise ist Ayla hinten, manchmal auch abgeschlagen. Ja, sie mag immer noch diese 10 Kilometer, die wir täglich machen, aber so langsam kommt sie halt in ein Alter, wo es weniger wird. Also gönnen wir ihre Ruhe. Wir fahren hier durch diese schönen Schweizer Wälder. Ja, und immer wieder sind wir natürlich auch ein bisschen Offroad unterwegs. Hier gab es wegen Regenfälle einen Schlammrutsch, wurde aber schon gemacht. Das ist Schweiz, zack, passiert was und dann wird sofort aufgeräumt. Das klappt in diesem Land wunderbar. Ja, jetzt fahren wir 10 Kilometer jeden Tag am Morgen und am Abend noch ja, 2, 3, nicht so viel. Das reicht dann. Angie braucht noch Bewegung. Ja, noch was anderes. Ich habe noch in mein Bike etwas investiert. Und zwar habe ich eine neue Schaltung. So, das ist mein Bike. Das habe ich schon ein paar Jahre. Und hier ist die neue Schaltung. Fertig mit den vielen Tausenden von Ritzeln. Das Getriebe ist hier drin, ein Planetengetriebe. Ich glaube, die Firma heißt Kingsley, soviel ich weiß. Ich hoffe, ich sage es richtig. Hat nur noch ein Ritzel, weniger Verschleiß. Da drin ist ein bisschen Öl natürlich. Ja, und jetzt bin ich mit dem unterwegs, weil ich brauche ja mein Fahrrad, vor allem in Europa fast täglich. Das ist mein Auto eigentlich, mit dem ich alles erledige, wenn ich mal stehe. Und wir fahren weiter durch die Wälder. Neben mir der Fluss, die Sitter. Genau, die fließt hinterhalb von St. Gallen durch. Bin wieder unterwegs mit dem Vario Offroad ein bisschen. Ja, ja, Piste. Und zwar geht es zur Hochzeit meines Sohnes. Mein Sohn heiratet, der wird bald 28. Und jetzt ist ein großer Tag und da fahren wir jetzt hin. Jetzt seht ihr mich mal in der Schale. Hochzeit, es geht los. Da kommt die Braut. Ich hatte früher übrigens immer Amerikaner, alte Autos. Chevrolet, Dodge, alles Mögliche. Einfach der Style, der gefällt mir. Das war noch Kunst. Ich bin wieder unterwegs nach dieser Hochzeit auch. Ich war jetzt noch ein paar Tage in Donaueschingen. Sandra ist zu mir gestoßen und wir fahren jetzt zusammen nach Frankreich, Colmar. Sie bleibt 2 Wochen bei mir und dann geht es für mich in den Süden und für sie zurück wieder in den Norden. Ja, diese Strecke kennt ihr vielleicht. Es geht da runter nach Freiburg. Erste Nacht in Colmar. Wie fandest du? Wunderbar. Ein bisschen laut, weil wir direkt an dem Fluss sind, dahinter die Autobahn. Aber es ist schön, wieder im Ausland zu sein. Gell? Ja. Naja,
da ist ein Fluss, der ist schön. Aber dahinter ist die Autobahn ein bisschen laut. Aber was will man machen? Hier sind wir wenigstens alleine. So, erstmal Morgenspaziergang am Kanal entlang hier, Fluss, auf einem Damm. Wunderschön, bis auf den Lärm der Autobahn, der nervt. So, mitten im Zentrum von Colmar. Alte Häuser, wie nennt man die Häuser? Fachwerkhäuser. Fachwerkhäuser. Tja. Deutsche Worte auch noch. Ein Dorfbach. Ja, es ist ein schönes Haus. Jetzt sind wir in der Markthalle. Ja, das sind jetzt halt alle Spezialitäten. Hier fand früher aber so der Bauernmarkt statt. Und wer hat das alles gebaut? Die ganzen Häuser? Die Deutschen. War nämlich mal, gehörte mal zu Deutschland vor dem Krieg. Tja, und die Franzosen haben es jetzt übernommen. Wir schlendern uns durch die Gästlein. Colmar sicher ein Besuch wert. Aber ja, zu lange halte ich das nicht aus. Aber mal sehen, aber ich war ja schon mal da vor 5 Jahren, kurz. Bei mir geht das eine halbe Stunde, dann bin ich wieder draußen. Jetzt bin ich aber mit Sandra da, dann dauert es 3 Stunden. Kann passieren. Wir sind auf einem kleinen Brücklein, Klein Venedig nenne ich es mal. Mit den schönen Herzenschlössern. Ja, ist das schön, hä? Fazit von Colmar, schönes Städtchen, schöne Fachwerkhäuser, massenhaft Touristen. Was ist dein Fazit? Traumhafter Blumenschmuck, also Blumen über Blumen über Blumen. Zum Einkaufen nicht ganz billig, aber es ist sehr hübsch, wirklich was fürs Auge. Kann ich echt empfehlen. Also, aber wir gehen jetzt wieder. Und tschüss. Schatz, wir brauchen Wasser. Ja, wo kriege ich die jetzt her? Gell? Also Wasser gibt es ja jetzt vor allem hier. Also ja, in den muslimischen Ländern, ja? Gab es es immer an der Moschee und hier am Friedhof. Da über die Mauer, aber nicht klettern, außenrum. Und ja, was soll's, machen wir doch, oder? Also, schön ruhig ist es. Und zuerst standen wir ganz oben auf der anderen Seite, da gibt es aber keinen Wasserhahn. Aber hier gibt es einen und gleich hinter der Mauer mein Camper. Also, da funktioniert doch wunderbar. Damit ich nicht dauernd drücken muss, weil das ist so ein Knopf, nimmt man einfach ein Spanset. Der Wasserdieb habe ich mir neu besorgt. In der Türkei war das, glaube ich. Ja, und so tut man sich helfen. Schlauch geht rüber, Camper wird langsam voll. Also wenn man schon mal Wasser hat, dann habe ich gleich geduscht und ich wasche eine Maschine. Weil das Ganze dauert. Seit neuestem habe ich einen Wasserzähler. Wir sind jetzt bei 250 Liter, aber ihr seht, wie langsam das geht. Ja, wir sind in den Weinbergen. Hier ist Traubenernte. Da gibt es den feinen Wein und da stehen wir. Schön ruhig, es gefällt mir, aber wo sind die Vögel? Ich höre fast keine Vögel, vielleicht da hinten im Wald. Die sind alle von den 5G-Strahlen gekillt worden oder ja, ferngehalten, keine Ahnung, es hat einfach keine Vögel da.
Aber neues Spielzeug, die DJI Mini 3 Pro, gekauft in der Schweiz für glaube 820 Franken. Und der Vorteil ist, der Bildschirm ist gleich da integriert in der Fernbedienung. Und hier im Video seht ihr gleich die Verfolgung, die automatische, habe ich jetzt gleich mal getestet. Und ja, ab jetzt mit dem unterwegs, vielleicht gibt es dann ein bisschen mehr Drohnenbilder. Und auch Bild-in-Bild-Funktion habe ich herausgefunden beim Apple, wie das geht. Alles voll Dorn. Fahrradtour. Fahrradtour mit René. Ja. Lasst euch auf nichts ein. Boah. Jetzt ist besser. Scheiß Weg erwischt. Kannst du mal eine Wurzel? Ah, ist das schön in den Vogesen, die Weinberge. Das waren noch ein paar schöne Drohnenaufnahmen. Das funktioniert super mit der neuen Drohne. Zwar das Follow Me, das funktioniert jetzt. Ja, ich habe es das letzte Mal vor 5-6 Jahren ausprobiert. Da hat es nicht richtig funktioniert. Seit dieser Zeit habe ich dann alles von Hand gemacht. Autofahren und Drohnen fliegen, nicht Drogen. Und dann, aber jetzt funktioniert es so ziemlich gut. Es sei denn, ich verschwinde hinter einem Baum. Dann fliege ich da raus und den letzten Teil habe ich dann halt wieder kurz von Hand geflogen. Geht auch, aber das Follow Me, muss ich sagen, funktioniert also top. Von daher, von jetzt an wird es sicher ein paar mehr Drohnenbilder auch geben und Videos, weil es einfach alles ein bisschen einfacher ist. Früher war ich einfach zu faul, jedes Mal die Drohne rauszunehmen, der ganze Aufwand. Aber der ist jetzt ziemlich um die Hälfte reduziert. Ja, also ihr seid ziemlich live dabei. Wir sind momentan in den Vogesen unterwegs, sicher die nächsten 2 Wochen, weil so lange ist Sandra noch bei mir. Und dann, ab dann bin ich alleine, beziehungsweise es werden sich sicher ein paar Leute mir anschließen oder ich ihnen, wie auch immer. Und also live, fast live und schön, wart ihr dabei und wie immer Daumen hoch. Und wir sehen uns schon bald wieder.